Der Podcast Honigwabe hat sich jüngst zu zwei wirtschaftspolitischen Themen geäußert, nämlich der Unterstützung von Arbeitslosen und dem Mindestlohn, die ich für relativ wichtig halte und dabei, ja, Vorurteile und Scheinargumente vorgetragen, die ich im konservativen Lager relativ häufig antreffe. Zuerst schauen wir jetzt, was für Argumente der YouTuber Kaspercast gegen den Mindestlohn anzubringen hat. Los geht's! Die Leute, die gegen einen Mindestlohn sind, die haben halt gute Argumente. Ja, darunter ist zum Beispiel ein Hans-Werner Sinn, der da sagt, wie auch alle anderen sagen, es gibt dann einfach Berufe, die oder Qualifikationsniveaus von Leuten, die damit anstellungsunfähig werden. Ja, denn du kannst einer gerade erst eingewanderten afghanischen Putzkraft, ja, die kein Wort Deutsch spricht, keine Ahnung hat, wie man Schwamm benutzt, kannst du nicht, jetzt übertreiben wir es mal, 15 Euro die Stunde zahlen. Kannst du nicht 9 Euro die Stunde zahlen. Ja, aber das Geld kriegst du dort als Arbeitgeber nicht raus. Was Kaspercast hier vorträgt, ist die Theorie der Neoklassik, dass sich die Entlohnung von Arbeitern nach deren Grenzproduktivität richtet. Also nach der Produktivität des letzten Arbeiters, der gerade noch so beschäftigt wird. Nun, und da gibt es gleich mehrere Probleme. Zum einen ist Produktivität nichts, was man auf individueller Ebene bei völlig unterschiedlichen Tätigkeiten messen kann. Wie soll man die Produktivität einer Putzkraft mit der eines Uniprofessors vergleichen? Es geht nicht. Produktivität in einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft kann man eigentlich nur auf gesamtwirtschaftlicher Ebene messen, nämlich indem man das BIP durch die Zahl der gesamtgesellschaftlich geleisteten Arbeitsstunden teilt. Aber um mal bei diesem Putzfrauenbeispiel zu bleiben, wenn man jetzt einen Mindestlohn für Putzfrauen festsetzt, würde dann plötzlich und schlagartig die Nachfrage nach geputzten Räumen sinken? Nein, evidenterweise nicht. Niemand würde einen Raum aufgeben und ihn nicht mehr putzen lassen, nur weil Putzfrauen etwas teurer werden. Man würde ganz im Gegenteil den Putzfrauen einfach mehr bezahlen und dann die Kosten für Produkte, die man in diesen Räumen herstellt, erhöhen. Es soll jetzt nicht Aufgabe dieses Videos sein, das neoklassische Arbeitsmarktmodell, was auf vielen Annahmen beruht, die in der Realität schlicht und ergreifend nicht gegeben sind, auseinanderzunehmen. Doch dieses Beispiel zeigt einen sehr interessanten Aspekt. Höhere Löhne bedeuten höhere Kosten für die Unternehmen. Das bedeutet, ein höherer Mindestlohn sorgt zumindest zu einem Teil dafür, dass die Preise steigen und die Arbeitnehmer haben mehr Einkommen, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigt. Was für Auswirkungen das nun auf die Beschäftigung insgesamt hat, das kann von Fall zu Fall verschieden sein. Aber eine steigende gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch die höheren Einkommen der Arbeitnehmer kann tatsächlich sogar zu einem Beschäftigungswachstum führen. Und wie gesagt, es soll jetzt nicht Thema dieses Videos sein, das gesamte neoklassische Arbeitsmarktmodell auseinanderzunehmen, aber hier gibt es tatsächlich keine eindeutige Kausalität im Sinne von ein höherer Mindestlohn führt automatisch zu geringerer Beschäftigung. Sondern ganz im Gegenteil. Ich lehne grundsätzlich den Mindestlohn nicht grundsätzlich ab. Ja? Aber, also dann war schon mal eine gemeinsame Basis. Jetzt die Frage, wie hoch sollte dieser denn sein? Ja, ich sage, der sollte besonders niedrig sein. Ne? Und die Frage letztendlich, die an daran beantworten müsste, wäre folgende. Warum denn nicht ein Mindestlohn von 5.000 Euro? Also die Frage kann ich dir sofort beantworten. Wenn sich die Lohnkosten, die die Unternehmen bezahlen müssen, plötzlich mehr als verhundertfachen, dann verhundertfachen die Unternehmen auch ihre Preise. Es würde eine riesige Inflation geben. Die Inflation ist nämlich langfristig gleich der Änderung der Lohnstückkosten. Die Lohnstückkosten sind der Quotient aus Lohnkosten und Arbeitsproduktivität. Die Arbeitsproduktivität liegt bei etwas über 60 Euro die Stunde. Die Lohnkosten liegen bei rund 40 Euro die Stunde. Wenn wir jetzt die Lohnkosten mal eben auf über 5.000 Euro pro Stunde erhöhen, dann vervielfacht sich natürlich sofort das Preisniveau. Das ist eigentlich relativ klar. Es würde ein riesiges Chaos geben. Alle Preise müssten sich anpassen. Und wenn die Lohnentwicklung dann so weiterginge, hätten wir eine Hyperinflation. Also das ist relativ schnell verständlich. Und das hat wenig mit der Richtigkeit des neoklassischen Arbeitsmarktmodells und viel damit zu tun, wie sich in der Marktwirtschaft nun mal Preise bilden. Der wichtigste Kostenfaktor für die Unternehmen sind die Löhne. Und die wichtigste Nachfragequelle sind nun mal auch die Löhne. Wenn die Kosten für die Unternehmen extrem ansteigen und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gleichzeitig extrem ansteigt, dann kommt es zu extrem hohen Preissteigerungen. Was spricht dagegen? Ja, und dann wäre seine Antwort, sein Argument wäre wahrscheinlich mich auslachen, bis dann irgendwann dazu kommen, dass er einsieht, dass das natürlich nicht geht. Ja, weil jemanden, den du 5.000 Euro die Stunde zahlst,
den musst du mit 10.000 Euro dem Auftraggeber in Rechnung stellen. Das kann sich kein Auftraggeber leisten, also kannst du am Ende diesen Typen auch nichts bezahlen. Ja, also auch hier, das kann sich kein Auftraggeber leisten. Nun, was hindert den Auftraggeber denn daran, die höheren Kosten wiederum an seine Kunden weiterzugeben? Nichts. Wenn sich für alle Unternehmen gleichermaßen die Kosten erhöhen durch höhere Löhne, dann geben sie die auch gleichermaßen weiter. Das führt dann eben, wie eben beschrieben, zu Inflation. 5.000 Euro geht also nicht gut. Warum denn nicht 1.000? Warum denn nicht 500? Warum denn nicht ein Stundenlohn von 50 Euro? Ja, für eine ungelernte Putzkraft. Ja, es geht halt nicht, weil du sie dann nicht mal den Mann bringen kannst. So, darum bin ich grundsätzlich für eine, also, nee, ich habe das falsch ausgedrückt, ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Ja. Kaspar Karst nennt hier irgendwelche Fantasiezahlen und denkt, er hätte damit irgendeinen Punkt gemacht. Also niemand hat jemals einen Mindestlohn von 50 Euro oder gar 5.000 Euro gefordert. Das sind einfach irgendwelche absurden Schwachsinnszahlen, mit denen eine ja sachliche Diskussion verunmöglicht werden soll. Solche hohen Löhne würden natürlich sofort zu Inflation führen, was jedem eigentlich auch sofort klar sein müsste. Aber schauen wir uns das mal grundsätzlich an. Das durchschnittliche Produktivitätswachstum in Deutschland liegt bei ungefähr 1% pro Jahr. Die Zielinflation liegt bei 2%. Das bedeutet, das nominale Lohnwachstum in Deutschland sollte insgesamt über alle Lohngruppen betrachtet bei rund 3% pro Jahr liegen. Jetzt sind aber über die letzten Jahrzehnte zweierlei Dinge passiert. Zum einen hat die Spreizung der Lohnhierarchie zugenommen, das heißt, hohe Löhne sind wesentlich stärker gestiegen als niedrige Löhne. Und zum anderen sind Kapitaleinkommen stärker gestiegen als die Löhne insgesamt. Wenn man dagegen jetzt politisch etwas tun wollte, und ich weiß, das wollen Konservative in der Regel nicht, die finden es total gut, wenn niedrige Löhne überhaupt nicht steigen und der Lebensstandard der breiten Masse stagniert, während halt die Kapitalgewinne sprudeln, also ich verstehe das auch, dass die Honigfarbe hier ideologisch eine absolute Nähe zu solchen neoliberalen Positionen hat. Aber wenn man dagegen jetzt etwas tun wollte, dann müsste man vor allem die niedrigen Löhne anheben. Und wie könnte man das am besten und direktesten machen? Nun, durch eine Anhebung des Mindestlohnes. Die Anhebung des Mindestlohnes hat vor allem verteilungspolitische Wirkungen. Niedrige Löhne werden im Vergleich zu hohen Löhnen und im Vergleich zu Kapitaleinkommen besser gestellt. Jedenfalls dann, wenn der Mindestlohn real steigt. Die Höhe ist dann ganz entscheidend. Aber ich sage nochmal, wenn wir ein Ranking hätten, warum Personen welche Partei wählen, ich glaube, das war falsch formuliert, welche Themen für uns gesellschaftlich, ja, politische Themen relevant sind, dann würde der Mindestlohn einen der hinteren Plätze belegen. Ja, ich glaube nicht, dass der in den Top 10 auftauchen würde. Politiken gehen. Ich habe jetzt keine Umfragen darüber gefunden, wie relevant die Wähler den Mindestlohn finden, aber ich wäre mit diesem Kriterium der Relevanz sehr vorsichtig. Wenn die Medien den Leuten jeden Tag erzählen würden, dass der Mindestlohn das wichtigste Thema der Welt sei und beispielsweise über die jüngste Skandalentscheidung der Mindestlohnkommission, wo die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld den Mindestlohn gegen den Willen der Gewerkschaften nicht auf 14 Euro erhöht hat, also eine SPD-Politikerin, das hatte ich in meinem letzten Video ja schon thematisiert, namens Christiane Schönefeld, war die entscheidende Stimme in der Mindestlohnkommission und sie hat sich gegen die Gewerkschaften gestellt und eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert. Wenn die Medien darüber jeden Tag berichten würden, dann würden die Leute den Mindestlohn wohl als sehr wichtiges Thema erachten. Da die Medien dies nicht tun, ja, erachten die Leute es vielleicht als nicht so wichtig. Wie gesagt, ich habe dazu keine Umfragen gefunden. Was ich dagegen gefunden habe, ist eine Umfrage von Forsa, wo die Leute sagen, wie sie zu einer Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro stehen würden. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. 3% der Befragten ist es egal, 28% der Befragten lehnen die Erhöhung ab und 69% der Befragten würden diese Erhöhung für gut befinden. Das bedeutet, wenn es über die Erhöhung auf 14 Euro keine Entscheidung irgendeiner Kommission gegeben hätte, sondern einfach eine Volksabstimmung durchgeführt worden wäre, dann würde der Mindestlohn wahrscheinlich auf 14 Euro erhöht werden. Mindestlohn? Also vielleicht stecke ich da wirklich nicht tief genug drin, aber wie ist denn das? Die CDU fordert 9,60 Euro und die SPD 9,90 Euro also sind die schon so abgehoben, dass sie 16 fordern oder was? Also Mindestlohn fordern sie alle, ja, da sind wir uns schon mal einig. Kaspar Karst ist hier wirklich einer ganz heißen Sache auf der Spur. Tatsächlich läge der ideale Mindestlohn, wie ich in meinem letzten Video schon vorgetragen habe, bei dem es zu einer armutsfesten Rente kommen würde, bei 14,44 Euro und bis 2026 müsste er auf etwas über 16 Euro steigen.
Das heißt, eine linke Partei müsste jetzt tatsächlich für die nächste Bundestagswahl auf jeden Fall einen Mindestlohn von mindestens 16 Euro fordern. Das macht aktuell aber niemand. Und über dieses Thema könnte man ja wirklich wunderbar diskutieren. Man könnte ja darüber diskutieren, was für positive und was für negative Auswirkungen eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 16 Euro hätte. Aber in so einer Debatte scheint Kaspar Carsten gar nicht interessiert zu sein. Er wirft mit irgendwelchen Schwachsinnszahlen aller 5000 Euro um sich und denkt, er hätte damit ein Argument gegen den Mindestlohn vorgebracht. Zudem beschäftigt er sich gar nicht mit ernsthaften Argumenten von der linken Seite für einen höheren Mindestlohn oder für eine aktive Lohnpolitik, die für dauerhaft steigende Löhne entlang der goldenen Lohnregel sorgt. Also diese goldene Lohnregel kommt in seinem Beitrag hier zum Mindestlohn kein einziges Mal vor. Die Auswirkung eines höherer Löhne auf das Preisniveau kommt auch nicht vor. Er könnte ja mal auf Beiträge von, keine Ahnung, Heiner Flassbeck reagieren, anstatt sich so eine tiefhängende Frucht wie den radikalen Demokraten anzusehen. Kommen wir zum nächsten Thema. Shlomo Finkelstein und Kaspar Karst, also die beiden Betreiber der Honigwabe, haben sich Holger Kreimeier von Massengeschmack TV eingeladen und mit ihm, ja, größtenteils über irgendwelche identitätspolitischen Fragen debattiert, aber kurzzeitig auch das Thema Zuwanderung und Arbeitsmarkt angerissen. Beziehungsweise, wie sollten Arbeitslose unterstützt werden? Und hier hat Holger Kreimeier einige sehr, ja, radikale Aussagen getätigt. Ja. Gut, also die Frage ist ja, und das ist auch ein sehr radikaler Gedanke jetzt von mir, aber wir hatten ja zur Zeit der Massenarbeitslosigkeit natürlich die Arbeitslosenversicherung, also Arbeitslosenstütze und dann eben jetzt auch Hartz IV oder Bürgergeld, wie es jetzt heißt, weil man ja sozusagen, wenn man unverschuldet arbeitslos wird, vom Staat irgendwie aufgefangen werden muss. Die Frage ist ja, wenn es mehr als genug Arbeit gibt, und das ist ja jetzt in Zukunft offensichtlich der Fall, das wird sich ja noch verstärken, das sagen ja alle Studien, ob der Staat dann nicht dann überlegen muss, das komplett abzuschaffen, dass es irgendeine Form von Stütze seitens des Staates gibt. Ja, meine auch das wäre eine Sache, Wolfgang. Jeder wäre in der Lage, theoretisch einen Job zu finden, weil es mehr als genug gibt. Also das ist ein wirklich sehr radikaler Vorschlag. Mal abgesehen davon, dass die komplette Streichung von Arbeitslosengeld gegen das Grundgesetz verstieße, da jeder das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum hat, beruht es auch auf einer völlig falschen Analyse. Wir haben in Deutschland über 2,5 Millionen Arbeitslose, aber nur rund 800.000 offene Stellen. Also selbst wenn jeder Arbeitslose perfekt in diese offenen Stellen passen würde und man alle offenen Stellen mit Arbeitslosen besetzen würde, wären immer noch 2/3 der in Deutschland Arbeitslosen weiterhin arbeitslos. Es gibt zu wenig offene Stellen, um alle Arbeitslosen in Arbeit zu bringen. Wir haben in Deutschland noch keine Vollbeschäftigung, wie wir sie beispielsweise Anfang der 70er Jahre hatten, wo die Zahl der offenen Stellen die Zahl der Arbeitslosen massiv überstieg. Und damals hatten wir ein hohes Wirtschaftswachstum, wir hatten Anfang der 70er Jahre zumindest noch eine niedrige Inflation. Also damals hatten wir ein Wirtschaftswunder und einen noch viel größeren Arbeitskräftemangel als heute. Also es gibt überhaupt nichts, was dagegen sprechen würde, die Beschäftigung noch weiter zu erhöhen und endlich erstmal alle Leute, die arbeiten wollen, in einen Job zu bringen, anstatt ihnen einfach das Arbeitslosengeld zu streichen. Dazu kommt noch, dass diese Arbeitslosen nicht perfekt auf diese offenen Stellen passen, sonst würden die offenen Stellen ja mit diesen Arbeitslosen besetzt werden. Die Arbeitslosen wohnen zum einen nicht unbedingt in den Gebieten, in denen es einen Mangel an Arbeitskräften gibt, und zum anderen haben 80% der Menschen, die vom Jobcenter betreut werden, keinen abgeschlossenen Schulabschluss. Und den braucht man, um überhaupt eine Ausbildung zu machen. Also wenn man die Leute vernünftig in die Jobs bringen will, die gerade offen sind, dann müsste man sie erst einmal vernünftig qualifizieren. Und das wäre durchaus eine Maßnahme, die man fordern könnte und sollte. Also aber eine Frage, die mich noch interessieren würde, ist halt, wir erleben ja zurzeit jetzt einen Umbruch, also das Gegenteil von dem, was wir vor 20, 30 Jahren hatten. Wir hatten ja mal eine Massenarbeitslosigkeit. Wir kriegen jetzt ja mehr und mehr einen massenhaften Mangel an Arbeitskräften. Also ich habe es jetzt wirklich mehrmals schon erlebt, dass ich an einem Restaurant vorbeigegangen bin, wo draußen ein Schild dran stand, heute nicht geöffnet wegen Personalmangel. Das ist, wie gesagt, einfach falsch. Wir haben 3x so viele offiziell gemeldete Arbeitslose wie offiziell gemeldete offene Stellen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es werden nicht alle Stellen gemeldet. Nun, was war dann Anfang der 70er, als die Zahl der offenen Stellen wesentlich höher war als die Zahl der Arbeitslosen?
Und die Arbeitslosenstatistik wird zudem auch noch schön gerechnet. Also Leute, die sich in irgendwelchen Maßnahmen des Jobcenters befinden, Leute, die krank sind, aber trotzdem arbeitslos, zählen alle nicht als Arbeitslose. Also diese Arbeitslosenstatistik, die wir hier haben, wird sogar noch schön gerechnet. Das heißt, es sieht eher noch düsterer auf dem Arbeitsmarkt aus. Wir haben in Deutschland keine Vollbeschäftigung. Nicht jeder, der einen Job annehmen will, kann auch einen annehmen. Das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Einen anderen Schluss lassen die Zahlen nicht zu. Und das hat es früher nie gegeben, oder dass auch in der Landwirtschaft, in der Pflege überall Leute massiv gesucht werden. Und das Ganze verstärkt sich ja noch massiv, weil wir jetzt ja die ganzen Babyboomer aus den 60ern, die geburtenstarken Jahrgänge haben, die alle langsam in Rente gehen. Und da würde mich einfach interessieren, inwiefern ihr dieses Problem, wie ihr dieses Problem lösen wollt, dass wir mittelfristig ein riesiges Problem mit Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt haben und dadurch ja auch die Industrie natürlich und generell das ganze System natürlich ins Wanken geraten kann, wenn viele Arbeit nicht mehr erledigt werden kann. Wie ihr das lösen wollt, wenn nicht über Zuwanderung? Also ich fasse zusammen. Wir sollen in einer Situation, in der wir schon massive Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit haben, und wir befinden uns aktuell in einer Rezession, das heißt, es dürfte eher noch schlimmer als besser werden, sollen wir den Sozialstaat einfach abschaffen, also kein Arbeitslosengeld, kein Bürgergeld mehr, und dann einfach Migranten importieren, um noch zusätzlichen Druck auf die Löhne auszuüben. Also das führt vor allem zu einem Absinken des Lohnniveaus und damit zu einem Absinken des Konsums und damit zu einer Schwächung der Wirtschaft, denn die Unternehmen, die zahlen die Löhne sind ja für Unternehmen nicht nur Kosten, sondern die Löhne bedingen auch die Nachfrage. Je höher die Löhne sind, die Unternehmen zahlen, desto höher ist die Nachfrage und eine dauerhaft schwächende Binnennachfrage. Wie wir sie in Deutschland die letzten 25 Jahre hatten, schadet der Wirtschaft auch. Also die ist nicht unbedingt gut. Natürlich könnten wir noch unseren Leistungsbilanzüberschuss noch weiter steigern. Das ist ein anderes Thema, aber diese Vorschläge richten sich wirklich radikal gegen die inländischen Arbeiter. Sie richten sich radikal gegen unseren Sozialstaat, gegen ein dauerhaft hohes, nachhaltiges und sicheres Wirtschaftswachstum. Also es ist wirklich komplett verrückt, was Holger Kreimeyer hier fordert. Dagegen hat die Honigwabe, also Schlomo Finkelstein in dem Fall, eine geradezu progressive Position und einen sehr interessanten Gegenvorschlag, mit dem ich echt nicht gerechnet hatte. Was den Ansatz, das Sozialsystem selber einzuschränken angeht, wenn ich einen Staat am Reißbrett entwerfen würde, dann wäre es auch nicht so, dass du halt auf Dauer, also wirklich Jahre um Jahre um Jahre von diesem Sozialsystem leben kannst, es sei denn, du bist behindert. Also wortwörtlich nicht in der Lage, irgendeinen Job auszuüben. Ich würde es halt so machen, dass es irgendeinen Zeitraum gäbe, so wie heute halt mit Arbeitslosengeld 1, den du halt, ja, alles bezahlt bekommst in irgendeinem akzeptablen Maße, damit du wieder auf die Beine kommst, aber an irgendeinem Punkt muss es einen Cut-Off geben und damit man das noch, ja, auf jeden Fall optiksmäßig so gestalten kann, dass es zu verkaufen wäre und von mir aus auch human gestalten kann, von mir aus gebt den Leuten eine Jobgarantie. Das ist dann keine tolle Jobgarantie, sondern einfach genau. Nur, du kannst jetzt hier die Toiletten putzen und wenn nicht, dann geben wir dir einfach kein Geld mehr. Ne? Wir zwingen dich zu nichts, aber du kannst uns nicht dazu zwingen, dich für immer zu bezahlen. Wir halten fest, Schlomo Finkelstein fordert die Einführung einer Jobgarantie. Das ist eine Forderung, die eigentlich nur Leute, die ganz, ganz links in der Linkspartei stehen oder irgendwelche Sozialisten erheben. Aber jetzt kommt diese Forderung einfach mal aus der Honigwabe. Dazu sagt er zwar, dass er sonst Sozialleistungen einschränken würde, aber trotzdem würde eine Jobgarantie eine reale Verbesserung für die absolute Mehrheit der Arbeitslosen bedeuten, da die meisten Arbeitslosen arbeiten wollen, aber schlichtweg keine Stelle finden. Weil sie psychische Probleme haben, weil sie keinen Schulabschluss haben und damit nicht die entsprechenden Qualifikationen, um bestimmte Stellen aufzunehmen, oder weil sie nicht in den Regionen suchen, wo Arbeitslose gesucht werden, oder weil es schlicht und ergreifend zu wenig Arbeitsstellen gibt. Ich hatte vorhin schon die Zahlen genannt. 2,5 Millionen offiziell Arbeitslose stehen 800.000 offenen Stellen entgegen. Also es kann nicht jeder eine Stelle finden, der eine Stelle finden will. Eine Jobgarantie würde dieses Problem von heute auf morgen lösen. Und bei dem Punkt, da hat die Honigwabe meine volle Unterstützung. Also eine Jobgarantie können wir von mir aus gerne einführen. Das ist eine Forderung, die wir von mir aus gerne umsetzen könnten. Ich glaube allerdings nicht, dass man in einer schwarz-blauen Koalition oder was man in der Honigwabe am liebsten für eine Regierung sähe, so etwas umsetzen würde. Ganz im Gegenteil, CDU und AfD sind beides zutiefst neoliberale Parteien, die eine solche soziale Verbesserung und eine solche Stärkung der Position der Arbeitnehmer niemals umsetzen würden.